Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Crafter hier bei Heisenberg zockt. Ja, grün, grün, grün. Wie schön ist das denn? Jetzt haben wir einfach einen Dschungel mitten in der Basis drin. Gefällt mir relativ gut. So, wir werden heute mal noch ein paar Extraktoren bauen. Und zwar, wenn es geht, irgendwo dort, wo es zum Beispiel Aluminium gibt oder sonst irgendwas, was wir immer brauchen. Dafür bräuchten wir, ja, eben, dass wir halt so ein Dingens hier bauen. Ja, da haben wir eigentlich alles schon dabei. Ist ja interessant. Okay. Osmium, bla 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 bla. Passt, können wir bauen. Sollen wir gleich mal zwei hier machen? Ne, wir haben nicht genug Iridiumstäbe. Ne, wir haben diesen einen, das passt. Wie sieht's aus mit der Überlebensverpflegungssituation? Genug Sauerstoff? Mir wurde mal gesagt, nimm doch halt tatsächlich auch genug Sauerstoff jeweils mit. Dann hast du keine Probleme, weil der Rucksack ist ja nicht groß genug. Ja, machen wir so. Wir brauchen ja nicht tonnenweise Zeugs. Also, dann düsen wir mal los. Hier könnt ihr wahrscheinlich schon wieder ernten. Ich lasse es mal. Und jetzt düsen wir in die andere Richtung. Nach. Muss ich schnell gucken. Wo war... Jetzt habe ich aber hier irgendwie keine Orientierung mehr. Wenn da hinten... Ja doch, da geht es auch irgendwie lang. Wir düsen mal hier lang. Ich muss gestehen, ich weiß nicht auswendig, wo wir an... Wo wir an Aluminium rankommen. Aber ich denke mal, das war irgendwo hier hinten. Aha, hier ist auch das Wasser. Sehr schön. Wasser ist organisch, das ist natürlich einfach sehr gut. Dahingehend, ja, dann kommen wir beim Terraforming weiter. Irgendwie habe ich hier gerade eine Fliege, die geht mir dann doch eher ziemlich schleichtig Fliege. Haben wir hier irgendwo Aluminium? Jawohl, hier haben wir Aluminium, das sieht man hier. Das werde ich jetzt mal nicht fördern, sondern die Frage ist halt, wie viel Aluminium haben wir hier? Sehe ich denn nicht, wenn ich das hier hinstelle? Irgendwo stand unten, siehst du, was du hier alles rauskriegst. Ich denke, wir kriegen hier zu wenig Aluminium. Ich gehe mal gucken, ob wir irgendwo eine bessere Quelle haben. Also Quelle ist gut. Ihr wisst, was ich meine. Dass irgendwo mehr Aluminium rumliegt und wir deswegen besser an Aluminium rankommen. Was haben wir hier Schönes? Flieg mal. Wie sieht's aus mit Sauerstoff? Ist okay. Nö, nicht wirklich. Ja, das geht halt wieder zurück. Ich fliege wieder zurück, ich räume. Das ist gar keine Höhle in dem Sinn. Wir düsen mal eins weiter. Wir sind ja gut unterwegs. Wir haben ja genug Flaschen und so weiter für Sauerstoff. Das passt schon. So, hier hinten waren wir glaube ich auch noch nie. Aber das sieht schon wieder ein bisschen danach aus, als wäre hier hinten Feierabend. Eher zumindest. Ne, da oben ist nochmal irgendwie dieses eine Teil. Wir düsen mal darauf. Mit ein bisschen Glück haben wir da oben sogar ein Sauerstoffding. Hier hat es kein Aluminium. Interessant, dass wir jetzt dort unten ein einziges Aluminiumteil gefunden haben. Und der Rest, ja, ist nicht da. Jo, Kobalt. Hier, das wurde, glaube ich, mal in den Kommentaren als Stargate bezeichnet. Und hier müsste es eben tatsächlich auch... ja. Höhlen haben. Habe ich da hinten noch? Da habe ich ein Sauerstoffteil. Sehr gut. Düsen wir mal da lang. Ach, kommen wir nicht irgendwann wieder zurück zur Basis, wenn ich jetzt hier so lang düse? Oh nein, nicht untergehen. Nein, nicht untergehen. Das ist ganz schlecht. Weil wir brauchen Sauerstoff. Das sieht man. Ja, da ist es. Sehr schön. Die sind halt schon von Vorteil. Einerseits, man kriegt halt Sauerstoff. Andererseits, man weiß garantiert, hier waren wir schon mal. Da füllen wir das mal auf. Trinken noch einen Happen. Und dann sind wir eigentlich wieder relativ gut unterwegs. So, Höhle sehe ich hier aber nicht. Zumindest nicht auf Anhieb. Und ja, Aluminium auch nicht. Ich bin irgendwie ein Spezialist darin, Höhlen nicht zu finden. Habe ich das Gefühl. Weil als ich keine Höhlen gesucht habe, da haben wir laufend welche gefunden. So, jetzt wo ich eigentlich Höhle an Höhle suchen würde, finde ich eigentlich gar nichts. Nicht mal ansatzweise. Ist schon faszinierend. Ja, wir düsen einfach mal hier lang. Wir erkunden das mal ein bisschen und gucken, links, rechts ist irgendwo ein Eingang. Ja, das ist kein Eingang leider, schade. Aha, jetzt sind wir wieder in diesem Tal. Ja, manchmal habe ich auch ein bisschen das Gefühl, ich bewege mich dann doch eher im Kreis. Weil jetzt fliegen wir von der Himmelsrichtung her tatsächlich schon wieder zurück zur Basis. Haben wir hier eine Höhle? Ne, das sind halt alles keine Höhlen. Hier in die Richtung.
Ja, und Aluminium finde ich jetzt hier halt leider auch gerade nicht. Also, dass wir irgendwo unseren Extraktor hinstellen könnten. Das sieht nicht so gut aus. Aber jetzt fliegen wir einfach hier lang, gucken, dann sind wir wieder da hinten. Ja, da waren wir halt auch schon. Wir waren wahrscheinlich überall schon, mehr oder weniger. Da hinten liegt wieder dieses Wrack. Da haben wir mal noch eine Kiste gefunden letztens. Ah, schau mal. Ja. Hier fahren wir tatsächlich auch schon. So, einmal hier rein. Schnell laden. Okay, hier ist schon mal nichts. Oder geht's da noch weiter? Geht's hier noch weiter? Fragen über Fragen. Also irgendwie wurde mir gesagt, dass hier in diesem Tal müssen mindestens 2-3 Höhlen sein. Jetzt müsstet ihr mir aber echt nochmal sagen, wo genau. Ich weiß, ihr habt teilweise habt ihr ganze Wegbeschreibungen hingeschrieben. So genau möchte ich es dann doch nicht haben, weil ich möchte nicht einfach einer Wegbeschreibung folgen, sondern ich möchte dann schon natürlich auch noch ein bisschen selber erkunden. Hier ist aber halt rein gar nichts, was wir brauchen können. Ja, die Kerne brauchen wir auch nicht. Hier waren wir wahrscheinlich schon drin. Das ist hier ein Rad. Und auch Räder brauchen wir nicht. Zumindest im Moment nicht. Wir haben unseren Jetpack. Fliegen wir mal. Hier ist halt wirklich gar nichts. Oder meine ich das nur? Ich sehe hier keine Höhle. Hier ist eine Höhle. Jetzt haben wir eine Höhle gefunden. Ja, manchmal muss man einfach reklamieren. Dann geht das auch. Ist hier was drin? Was Schönes? Kobalt, echt jetzt? Ne, ich möchte doch kein Kobalt, wenn ich in der Höhle drin bin. Das müsste Osmium sein. Jawohl. Können wir eigentlich mitnehmen? Ich möchte aber hier den Kollegen nicht aufstellen. Ja, Schwefel nochmal. Also den Extraktor. Ich möchte den explizit, wenn es irgendwie geht, tatsächlich beim Aluminium haben. Dann kommen wir wieder hier hinten raus. Aha, okay. Hm. Weiß jemand gerade auswendig, wo die Aluminiumhöhle war? Das würde ich dort mal kurz hinfliegen. Ne, hier ist halt nichts. Weil eben in den Kommentaren stand halt auch, wir brauchen... Ach, jetzt sind wir hier gelandet. Dann könnten wir eigentlich noch mal kurz gucken wegen den Superlegierungen. Hier einmal irgendwie, es ist schon irgendwie im Kreis rum. Eben, dass wir Aluminium tatsächlich ganz dringend brauchen. Weil irgendwann wird Aluminium sehr knapp. Da hinten sehe ich eine Kiste. Jetzt düse ich einfach mal hier lang. Ne, das ist nicht hier. Weil es stand, oder beziehungsweise der Arne hat auch nochmal gesagt, du musst einfach diesen Dingern folgen, dieser Höhe. Und dann müsstest du die Superlegierungen eigentlich finden. Da haben wir da eine. Okay, immerhin. Dann folgen wir mal weiter. Jetzt muss ich aber gucken, wie ich darüber komme. Ups, ist hier noch was? Nein, hier ist nichts. So, flieg mal, dann sind wir schneller. Hier ist, glaube ich, auch nichts. Nein, aber hier müsste noch was sein. Es ist halt schon nicht so, dass hier irgendwie alles voll wäre mit Superlegierungen. Oh, da komme ich sogar rüber. Da hinten sind welche, guck mal. Ach, jetzt haben wir sie da noch gefunden. Halleluja. So, ich glaube, das sind welche. Jawohl. Nehmen wir natürlich alles mit. Zur Not schmeißen wir hier Sachen aus dem Inventar raus. Oh. Wisst ihr was? Jetzt stelle ich hier so ein Teil hin. Wenn wir Aluminium zwar nicht finden, aber das hier. Oh, Sauerstoff niedrig. Moment, bevor irgendein Unglück geschieht. Machen wir das mal weg. So. Stell dich mal hier hin. Wenn es geht. Aha. Ist das irgendwie zu uneben oder warum möchtest du hier nicht stehen? Nee, das geht nicht. Oder sind wir irgendwie zu weit weg von der Basis? Das war beim anderen Teil doch eigentlich auch egal. Nee, das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Ich kann das hier nicht hinstellen. Wie ärgerlich ist das denn? Dann hätten wir nämlich Superlegierungen ohne Ende. Na ja, gut, wenn es nicht geht, dann nehmen wir halt mit, was wir hier noch finden. oh, Aluminium hätte es hier auch noch. Ach, come on. Da war es ganz kurz was grün. Warum kann ich das hier nicht hinstellen? Ich verstehe es gerade nicht. Hier oben vielleicht? Nee, aber da macht es ja keinen Sinn. Hier ist überall rot. Kannst du nicht hinstellen. Ach, okay, dann halt nicht. Schnappt man wieder die Superlegierungen. Ja, das müsste dann ein Momentchen reichen. Aber falls jemand weiß, warum ich hier ausgerechnet das Teil nicht hinstellen kann, das würde mich schon interessieren. Genau hier, wo wir es eigentlich brauchen würden.
Es ist immer so ganz kurz, ist es grün, wenn ich sie irgendwie auspacke. Ne, geht nicht. Wir haben schon alles dabei. Aluminium, doch, bauen müssen wir es können, sonst hätten wir die Blaupause gar nicht. Also, jetzt aber nicht vor lauter Dingens hier die wichtigen Sachen vergessen. So, schön wäre, wenn wir die später hier wiederfinden würden, wenn die irgendwie spawnen würden. Oh nö, come on, jetzt fliege ich tatsächlich runter. Ah, Silizium. Was haben wir denn jetzt an Bord? Ja, es sind doch einige. Also der Ausflug hat sich eigentlich schon mal gelohnt, würde ich sagen. Da haben wir das Leuchtfeuer, da hinten die Basis. Ich trinke mal nochmal etwas. Schön wäre halt, wenn man fliegen könnte. Dann könnte man hier auf diese Ebene rauffliegen. Oder kommt man von hier vorne vielleicht noch rauf? Oh, guck mal, wir können fliegen. Eieiei, wie cool ist das denn? Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Habt ihr das gesehen? Eieiei, okay. Ach, das ist ja sensationell. Okay, gut. Gut, dass ich das weiß. Fliegen wir hier zwar wieder runter, da müsste ich aber hier noch wieder raufkommen. Wenn ich den hier so mache... Ja, so ganz hoch kommt man, glaube ich, nicht. Ah, doch. Das ist ein Test hier, was ich gerade mache. Ja, wie cool ist das denn? Oh, Moment. So. Ja, wir düsen mal zurück, würde ich vorschlagen. Wir haben jetzt ein paar Superlegierungen. Und wir könnten nochmal einen Extraktor bauen. Ich wüsste jetzt nur nicht, wo. Also ich düse mal noch schnell nach da hinten. Jetzt ist hier, allen Ernstes, ist hier wieder so ein Ding. So ein Sauerstoffteil. Jetzt, wo ich gerade nochmal ein Ding ins Verbraten habe, eine Flasche. Das Wetter ist irgendwie auch nicht so schön. Und in der nächsten Folge, wir werden jetzt mal ein paar Folgen machen, wo wir uns aufs Terraforming primär konzentrieren. Weil Einzelteile sollten wir eigentlich haben. Außer eben Aluminium. Aluminium ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Ach, hier haben wir Iridium, genau. Brauchen wir eigentlich nicht zwingend. Und wir haben da hinten für Iridium tatsächlich einen Extraktor hingestellt. Ja, aber das ist schon gewaltig, was die hier mit Farben machen. Schon sehr cool. Es wurde noch empfohlen... Oh, guck mal, der Planet dort. Es wurde noch empfohlen, mit der Raketenbasis umzuziehen. Weil, wenn wir Raketen starten lassen, die kommen in der Regel bei dieser Raketenbasis runter. Und in unserem Falle würde das heißen, die Hälfte davon landet im Meer. Oder im See. Das ist dann natürlich nicht so ideal. Falls ihr euch fragt, was ich hier mache, ich erkunde. Aber hier nicht auch noch irgendwie was finden. Einmal außen rumdüsen. Weil wir haben die Energie, können wir machen. Kein Problem. So, ich glaube nicht, dass wir hier auf Aluminium stoßen, aber man weiß ja nie. Ja, hier ist nichts. So, schön, dass dieser Kollege Jetpack einfach immer funktioniert. Das ist tadellos. Kein Problem, dass man den irgendwie noch auffüllen müsste. Sind wir eigentlich noch gut unterwegs? Doch, doch. Da haben wir, glaube ich, Eisen. Ja, das brauchen wir definitiv nicht mehr. Dafür haben wir unseren Extraktor. Oh. Ja, guck mal. Ja, jetzt sag mal einer, das lohnt sich nicht, um den See rumzufahren. Wie cool ist das denn? Was haben wir hier? Nochmal eine Superlegierung. Oh, sehr schön. Ja, Uran. Ja, nimm mal alles mit. Mal was essen. Was schmeißen wir raus? Eisen schmeißen wir raus. Den Rest, würde ich sagen, behalten wir. 600%. Wow. Ja, ich muss nochmal was rausschmeißen. Soll ich nochmal was essen? Ich esse nochmal was. Okay, soll ich nochmal was trinken? Nee, ich nehme nochmal Sauerstoff. Dann haben wir wieder zwei Plätze. Sehr gut. Jetzt ist aber der Inventar voll. Kann ich die zerlegen? Was kriege ich da raus? Aluminium und Superlegierung. Ui, okay. Silizium weg, Titan weg. So, bitte aufnehmen. Silizium, Aluminium, Titan geht nicht mehr. Die Superlegierung brauche ich nur noch. Nicht Aluminium wegschmeißen, ganz bestimmt nicht, sondern wenn, dann sowas. So, Superlegierung, ja, das hat sich doch gelohnt. Heiei, eine goldene Kiste. Wollte ich eigentlich schon lange mal machen, hier einmal um den See rum. Einfach um zu gucken. Ja, ob wir irgendwas übersehen haben. Und schau mal einer an, haben wir tatsächlich. Wo geht denn der See hin? Der zieht hier größere Bahnen. Ui, der geht hier tatsächlich noch nach hier hinten. Liegt da auch noch was? Ich meine, wenn wir jetzt gerade im Erkundungsmodus sind, dann können wir hier auch noch kurz ein Stückchen weitergehen. Ich wollte jetzt aber nicht baden. Sondern hier lang düsen. Der Inventar ist voll, also wir können eigentlich nichts mehr mitnehmen. Hier hinten müsste dann wieder das Raumschiff sein, das eine. Nee, Eis. Ich dachte gerade, das sei was sehr Schönes, denkst du?
Ja, also hier gibt es einen Durchgang. Haben wir das auch mal rausgefunden. Genau dort ist wieder das Raumschiff. Guck mal, was wir hier noch Schönes haben. Werden wir ganz kurz noch benutzen. Und dann düsen wir zurück zur Basis. Jetzt sind wir doch relativ erfolgreich gewesen. Auch weil wir eben diese goldene Kiste natürlich noch gefunden haben. Was wir nicht haben, noch nicht, ist eine Höhle, wo primär Aluminium tatsächlich sozusagen gezüchtet wird. Und wo wir dann eben entsprechend den Extraktor hinstellen können. Da vorne sehe ich, glaube ich, doch, hier haben wir Aluminium. Ich werde testweise, wenn es geht, den Kollegen hier hinstellen. Geht gerade nicht. Jetzt habe ich kein Titan mehr. Es ist ja nicht zu glauben. Ja, jetzt wird es schwierig. Was schmeißen wir raus? Ich trinke nochmal. Titan haben wir hier vorne, sehe ich das richtig? Was bist du? Du bist Eisen. Eisen, hier. Titan. So, sauber. Neuen Bauplan erhalten. Bohrer Stufe 4. Ja, ich sage, wir werden zum Terraforming zurückkehren. Kann es sein, dass hier, wenn ich so ein Teil hinmache... Wo haben wir es denn jetzt? Jetzt finde ich es nicht mehr. Sag mal, wo ist jetzt mein Extraktor hingekommen? Da. Hier geht's. Mal gucken, ob wir da an Aluminium rankommen. So, gebaut. Jetzt müsste ich hier irgendwo sehen, was gefördert werden kann. Hier steht Eisen. Okay. Aber nicht nur Eisen. Sonst können wir den gleich wieder abreißen. Weil Eisen brauchen wir tatsächlich nicht. Ich nehme aber dieses Aluminium-Ding hier natürlich noch mit. Das ist ganz klar. Haben wir sonst gerade noch irgendwo Aluminium? Jetzt haben wir hier nochmal einen Extraktor. Da müssten wir eigentlich nochmal so ein Dingens haben. So ein Leuchtfeuer, Kollegen. Titan, Silizium, Aluminium. Ja, dann lassen wir das mal, weil wir kommen hier eh immer wieder vorbei. Dann können wir auch reingucken. Ich werde den schon finden. Das ist hier bei den Raumschiffen hinten. Ich gehe nochmal gucken. Es ist jetzt wirklich so, dass der nur Eisen hier fördert. Das ist natürlich schlecht. Weil das... Wir brauchen vieles, aber Eisen brauchen wir nicht, weil Eisen haben wir. Und zwar eigentlich in rauen Massen. Nämlich vor der Haustür beim Extraktor. Da müssen wir nichts machen. So, düsen wir mal zurück. Das wäre in die Richtung. Ich sehe hier eigentlich kein Aluminium mehr. Wenn ich das richtig sehe. Ne. Ja, ich glaube, ich muss beim Sauerstoff ein Ernstes nochmal kurz eine Flasche verbraten. Das war schon keine schlechte Idee, von wegen, du hast da so einen großen... Ja, vielleicht geht sogar. Du hast so einen großen Rucksack, dann nimm doch einfach genügend Sauerstoffflaschen mit. Dann hast du nicht die Probleme, die wir letztens hatten. Ja, ja, das reicht dicke. So, einmal hier vorne. Ich hätte eigentlich auch unten reingekonnt. Dann sind wir hier wieder auf der sicheren Seite. Ja, jetzt ist der Inventar voll. Habe ich hier schon was von wegen Superlegierungen? Ich glaube nicht. Doch, wir haben einen leeren Schrank. Wo war der denn? Rohstoffe? Stäbe? Ich dachte, ich hätte eine Superlegierung. Oder habe ich den abgerissen? Das könnte euch sein. Dann machen wir den hier hin. Moment, nur die Superlegierungen. Ich könnte hier eigentlich den machen. Dann haben wir die nämlich hier oben. Aluminium kommt wieder rüber. Und dann sind das hier die... Superlegierungen. Doch, doch. Das passt. Haben wir. Haben wir hier Rohstoffe. Schmeißen wir mal noch ein bisschen was rüber. Das sind spezielle. Und Aluminium haben wir noch ein bisschen was. Oh, es regnet. Guck mal, in Strömen. Schön. Dann kommt das Ganze hier in die Gänge. Jawohl. Und der See sollte anscheinend nicht mehr steigen, hieß es. Der hat seine Höhe erreicht. Dann gehen wir mal hier hinten noch gucken. Osmium und Schwefel. Da haben wir Schwefel. Osmium. Sortieren. Da ist das Lager eigentlich fast voll. Dann haben wir hier Aluminium. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich alles rübergeballert. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich da die Sachen wieder zurückhaben? Dankeschön. Was gehört noch nicht da rein? Das. Das. Und was haben wir hier? Uran und Aluminium, dann müsste es passen. Hier habe ich noch ein Uran. Und ansonsten ist das okay. Haben wir gerade Durst? Nö. Moment, nochmal schnell gucken. Uran, Aluminium, passt. Sehr gut. Dann haben wir hier H2 und Sauerstoff. Mal was trinken. Iridium und Schwefel. Da haben wir Iridium. Jetzt habe ich aber doch nochmal ein Uran hier dabei. Dann ganz nach hinten.
Rohstoffe, Superlegierungen. Stäbe, Uran. Da haben wir sie ja. Haben wir davon auch wieder ein bisschen was. Dann haben wir ja den noch. Eine Rakete haben wir noch. Nochmal eine Rakete. Wir haben eigentlich fast schon zu viele Raketen. Wie wär's denn, wenn die Rakete hier steht? Finde ich eigentlich schön. Weil hier steht ja sonst nichts. Cool, dann haben wir das auch. Nochmal schnell gucken. Die müssen noch weg. Und dann hätten wir das in Proben. Genau, hier noch schnell pflücken. So, wir müssen dann auch den Extraktor nochmal leeren. Und. Was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte Samen etc. Die haben wir eben nicht hier, sondern die haben wir hier hinten. Genau, Samen und Kerne. Dann gehst du noch rüber. Oh, hier ist voll. Dann haben wir hier hinten nochmal einen Schrank. So, dann kommst du hier rein. Dann passt das doch. Ein 600er. Eigentlich müsste man 150. Hier, der 600er. Da müsste man tatsächlich, wir haben drei von denen. Wir müssen nochmal drei so Wegetubes machen. Damit wir diese 600er dann auch nutzen können. Ja, werden wir alles machen. Mal gucken, ob wir das morgen machen. Irgendwas gibt es ja immer zu tun. Das ist genau das Schöne an dem Spiel. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.